als Herr Obermüller sein kleines Tannenbäumchen im Vorgarten mit ein paar elektrischen Kerzen schmückte, fand das jeder entzückend. Damals, vor ein paar Jahren, waren solche Lichter noch etwas Besonderes. Und mancher Passant, der an der beleuchteten Tanne vorüberkam, nahm sich vor, beim nächsten Weihnachtsfest auch irgendetwas glitzern zu lassen. Und wirklich, im darauffolgenden Jahr hatten schon 5 Siedlungshäuser in der Straße ihre Adventsbeleuchtung. Bei Herrn Redlich strahlten die Fensterrahmen, bei Frau Quappil die Bujenhecke und bei Familie Kagel das Balkongeländer. Lächerlich, dachte Herr Morawetz und montierte im nächsten Dezember einen 10 Meter breiten Lichtervorhang an seiner Dachrinne. Familie Panni übertraf ihn jedoch mit einem 2 Meter hohen, von innen beleuchteten Weihnachtsmann. Und Dr. Sommerhuber mit einer Laserlichterkanone, die er bei einem Ärztekongress in Tokio erstanden hatte. Man kann sich vorstellen, mit welcher Spannung die weihnachtliche Lichtershow im vorigen Jahr erwartet wurde. Kaum machte sich einer der Siedlungsbewohner an seinem Haus oder in seinem Garten zu schaffen, wurde er von allen anderen äußerst misstrauisch beobachtet. Die Laserkanone gab es ja inzwischen als Weihnachtsangebot bei IKEA und auch mit den blinkenden Krippenfiguren im Rauchfang war längst kein Eindruck mehr zu schinden. Endlich näherte sich der erste Adventssonntag. Familie Ruzika freute sich schon auf die langen Gesichter an der anderen, wenn sie ihren Videogroßbildprojektor in Betrieb nehmen würde, um ein tolles Weihnachtsvideo zu streamen mit Pavarotti, Domingo und Carreras an die gegenüberliegende Feuermauer geworfen. Familie Ruzika wusste allerdings nichts von dem Feuerwerk, das Familie Bitzelberger vorbereitet hatte und das ab 17 Uhr jeweils zur vollen Stunde gezündet werden sollte. Und alle zusammen hatten sie keine Ahnung davon, dass der alte Herr Rumpler nur darauf wartete, mit seinem historischen Flak-Scheinwerfer, Flak-Fliegerabwehrkanone, den Stern von Bethlehem in die Wolken zu zaubern. Es dämmerte. Die Siedlungsbewohner lauerten an ihren Schalthebeln und da blitzte auch schon der erste Christbaum auf. Sekundenbruchteile später folgte der 5 Kilowatt Zauberwald von Diplom-Ingenieur Hübel und die Videoprojektion der Ruzikas. Als aber der Herr Rundler seinen Flak-Scheinwerfer in Betrieb nahm, da gab es einen Riesenknall. Das Transformatorenhäuschen der Siedlung explodierte und alles lag im Dunkeln. Die Reparaturarbeiten dauerten bis zum 27. Dezember und es wurden die stimmungsvollsten Weihnachten, die man je erlebt hat. Und zum Schluss gibt es noch ein paar Bauernregeln, die sind ja auch immer ganz wichtig, so Lostage. Und wie treffend diese Bauernregeln sind, kann man bereits gleich an der ersten Bauernregel sehen, denn die bezieht sich eigentlich auf den 30. November und heute schon der 2. Dezember. Das heißt, man kann schon überprüfen, ob sie auch gestimmt hat. Schneit am 30. November, ist am nächsten Tag Dezember. Hat's auf einmal 12 Grad plus, ist es mit der Kälte Schluss. Na sicher, ja. Sehr wichtig ist auch der nächste Spruch. Fallen vom Himmel weiße Flocken, nimmt man besser warme Socken. auch die Tiere wissen ganz genau, wann es Zeit ist für den Winterschlaf. Die brauchen gar keine Bauernregeln. Aber da gibt es den Satz dazu. Haut den Bären auf den Hintern, ist es Zeit zum Überwintern.
Und die letzte Bahnregel ist dann so um den 24. herum ganz wichtig, denn da geht es um einen schönen Christbaum. Und der Fritz hat immer einen ganz besonders schönen und ich glaube, da geht was nicht mit rechten Dingen zu. Aber da gibt es auch eine alte Bauernregel. Schleicht der Fritz auf leisen Sohlen, hat er seinen Baum gestohlen. Fröhliche Weihnachten wünsche ich Ihnen allen.